Hallo, herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Flugplatz Marx und dieses Mal kümmern wir uns um das ehemalige Krankenhaus bzw. die Krankenstation, die der Flugplatz natürlich hatte. Als erstes wieder unsere berühmte Karte. So, auf unserer Karte habe ich bereits das ehemalige Krankenhaus eingezeichnet und es ist super einfach zu finden, denn es ist das Neuenburger Schloss bzw. ein Teil davon. Ich habe das mal hier gemarkert. Hier ist die berühmte Neuenburger Kreuzung, die hier rechts runter Richtung Bockhorn-Fahre geht und von links sind wir gekommen, nämlich von Richtung Friedeburg. Da haben wir das Neuenburger Schloss und in dem rechten Bereich befand sich das ehemalige Krankenhaus. Ansonsten muss man leider sagen, dass dort nichts zu sehen ist aus dem Zweiten Weltkrieg, weder Verbunkerung oder ähnliches. Wie gesagt, in dem rechten Sektor befand sich halt die ehemalige Krankenstation. Hier eine Aufnahme von hinten. Das war es dann schon wieder mit dem Flugplatz Marx, dieses Mal mit dem Krankenhaus. Leider konnte man hier nichts weiter finden, außer die Zeugenaussagen, dass eben halt die Krankenstation in dem rechten Sektor des Schlosses gewesen ist. Nächstes Mal habe ich dann wieder interessantere Aufnahmen für euch. Unter anderem auch ist ein Bunker wieder dabei. Danke an Hannes Hofkind von ende.tv für die tolle und passende Musik. Ich hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Danke und tschüss.